Herzlich willkommen bei 5 Minuten rund um den Film. Wie Sie sich sicher erinnern, gab es bei dem letzten Europäischen Filmpreis im vergangenen Dezember einen großen Gewinnerfilm, nämlich Thomas Winterbergs Der Rausch. Sein Film obsiegte in den Kategorien Bester europäischer Film, Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bester Darsteller, nämlich Mads Mikkelsen. Und wie kürzlich bekannt wurde, ist Trug, so der Originaltitel, auch einer der 5 nominierten Filme in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film bei den diesjährigen Golden Globes. Er hat aber innereuropäische Konkurrenz. Und zwar durch die italienische Sophia Loren Netflix-Produktion La vita davanti a sé, zu Deutsch Das Leben ist vor dir, unter der Regie von Lorens Sohn Edoardo Ponti, nach einem Roman von Romain Gary. Und der nächste Film durch das romantische Drama Deux, wir beide aus Frankreich, mit Barbara Sukowa und Marine Chevalier. Die Golden Globes werden am 28. Februar überreicht. Auch beim Lux-Preis des Europäischen Parlaments ist Der Rausch nominiert. Hier muss er sich durchsetzen gegen Kollektiv Korruption tötet aus Rumänien und Corpus Christi aus Polen. Der Lux-Filmpreis wird am 28. April vergeben. Erfolg für heimische Filmschaffende beim renommierten Max Ophüls Filmfestival im vergangenen Jänner. Aman Riahi heimste gleich 3 der begehrten Preise ein. Für seinen Film Fuchs im Bau, der auch die diesjährige Diagonale eröffnen wird, wurde Riahi ausgezeichnet für beste Regie, bestes Drehbuch und erhielt auch den Preis der Jugendjury. Wir gratulieren herzlich. Wir gratulieren ebenso herzlich auch Raffaela Schmidt zum besten Kurzfilm. Ihre jüngste Arbeit Fische gewann schon bei der Diagonale und erhielt bei den Vienna Shorts den Jury- und auch den Publikumspreis. Fische ist nun im Rennen um den österreichischen Filmpreis 2021. Die Gala findet voraussichtlich am 8. Juli statt. Das deutsche Wunderkind, die 12-jährige Helena Zengel, bleibt weiter in aller Munde. Die Screen Actors Guild, wie auch die Hollywood Foreign Press, nominierte Helena Zengel für den Golden Globe als beste Nebendarstellerin in der Netflix-Produktion News of the World von Paul Greengrass. Von den Globes zu den Oscars. Am 9. Februar veröffentlichte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Shortlist für die in der Kategorie Best International Film Oscar nominierten Produktionen. Einer der insgesamt 15 Filme auf dieser Shortlist ist Quo Vadis Aida von Jasmila Jovanic. Dieses Musterbeispiel an europäischer Koproduktion, eingereicht von Bosnien-Herzegowina, entstand durch die Zusammenarbeit von 8 Ländern mit starker österreichischer Beteiligung. Die Coop 99 als heimische Produktionsfirma, Kamerafrau Christine Meyer, Szenenbildner Hannes Salat, Maskenbildnerin Michaela Peyer, Oberbeleuchter Thomas Holaus und Schauspielerin Edita Malovcic. Jasmila Jovanic ist eine von 5 Regisseurinnen auf der Shortlist der Academy, neben der norwegischen Filmkünstlerin Maria Söderl und der polnischen Regielegende Agnieszka Holland, die allerdings diesmal für die Tschechische Republik ins Rennen geht, mit ihrem neuen Film Scharlatan. Weitere aussichtsreiche europäische Filme sind der bereits vielfach genannte Rausch, an dem heuer gar kein Weg vorbeiführt, der ebenfalls schon erwähnte französische Beitrag Wir beide, das russische Sowjet-Historiendrama Dear Comrades und der rumänische Dokumentarfilm Kollektiv Korruption tötet. Übrigens, diesen Film empfiehlt sogar Ex-Präsident Barack Obama. Eine interessante Neuigkeit, die Filmfestivals betreffend, die Berlinale, die ja traditionell im Februar stattfindet, wird jetzt in 2 Stufen organisiert sein, nämlich vom 1. bis 5. März finden die Industrie-Events statt, hauptsächlich digital für Fachpublikum und Presse. Der Großteil und ja auch die Berlinale-Talents werden vom 1. bis zum 5. März zu sehen sein, mit hochkarätigen Gästen live und kostenlos gestreamt. Den Großteil der Filme in den Kinos wird man allerdings erst im Juni sehen, als Sommer-Special. Und nun zum Europaspiegel. Litauen. Das 8 Jahre alte litauische Steueranreizmodell blühte 2020 vollends auf.
nachdem die durch das Steueranreizmodell gewährten Begünstigungen im Jahr davor, also schon 2019, von 20% auf 30% angehoben wurden, konnten Produzentinnen 11,3 Millionen lukrieren für die Investition in Filmproduktionen. Serbien adaptiert seine Film- und TV-Steueranreizprogramme ebenfalls und die Agenten wandern vom Wirtschaftsminister zum Kulturminister. Das Programm gewährt einen Steuernachlass von mindestens 25%. Deutschland. Die deutsche Bundesregierung hat Anfang Februar den Kabinettsentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Marktes abgesegnet, basierend auf der EU-Richtlinie aus dem Jahre 2019. Es handelt sich EU-weit um die größte europäische Urheberrechtsreform der letzten 20 Jahre. Das Urheberrecht wird fit für das digitale Zeitalter, erklärte die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Unser Entwurf sieht einen fairen Interessensausgleich vor, von dem kreative Rechteverwerter und Nutzerinnen gleichermaßen profitieren werden, sagte die Ministerin. Der Regierungsentwurf regelt unter anderem die Haftung, also die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen und die kollektive Lizenzvergabe. Dieser Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der wandert jetzt zum Bundesrat und zum Deutschen Bundestag zur weiteren Beratung. Diese Richtlinie muss bis zum 7. Juni in nationales Recht umgesetzt werden. In Österreich ist man bemüht, die Partikularinteressen möglichst gut in Einklang zu bringen. Man befindet sich also noch in der heißen Phase der Erarbeitung eines Begutachtungsentwurfs. EU XXL beginnt heute, Montag, den 22. Februar, mit einer Serie von Podcasts zum brisanten Thema Urheberrecht mit Gesprächspartnerinnen aus der gesamten Filmlandschaft, aus der gesamten Kulturbranche. Details dazu finden Sie auf unserer Website. Und nun nach Brüssel. Das EU-Programm Kreatives Europa, Creative Europe, ist zum Jahresanfang in seine neue Programmlaufzeit gestartet. Nach Billigung des EU-Haushaltes für die Jahre 2021 bis 2027 durch das Europäische Parlament können die Haushaltsmittel ab sofort abgerufen werden. Gemäß der Einigung zwischen Parlament und den 27 EU-Mitgliedstaaten entfallen auf Creative Europe 2,24 Milliarden Euro. Das sind 600 Millionen Euro mehr, als Rat und Kommission im Juli ursprünglich vereinbart hatten. Die Unterstützung des Kultur- und Kreativsektors wurde somit dank der Kolleginnen im Europaparlament um beeindruckende 36% erhöht. Zudem wurde Gendergerechtigkeit als Voraussetzung bei der Verteilung der Fördermittel festgeschrieben. Eine Petition für Geschlechtergerechtigkeit wurde auch in der österreichischen Bundesfilmförderung ins Leben gerufen, die am kommenden Mittwoch, den 24. Februar, veröffentlicht wird. Diese Petition erklärt die wichtigsten Aspekte der geplanten Richtlinie des österreichischen Filminstituts und fordert Maßnahmen zur Verbesserung der Gendergerechtigkeit in der heimischen Filmwirtschaft. Online kann man diese wichtige Initiative mit unterstützen, unter anderem auf der Webseite von EU XXL Film. Zurück nach Brüssel. Kreatives Europa ist das einzige Programm der EU zur Unterstützung des Kultur- und Kreativsektors in Europa. Es ist das maßgebliche Instrument, um die kulturelle Vielfalt Europas zu fördern und den Kultur- und Kreativsektor zu stärken. Wie schon in der ersten Programmlaufzeit von Creative Europe wird es einen Aktionsbereich Kultur und einen Aktionsbereich Media geben, ergänzt durch sektorübergreifende Maßnahmen. Das Media-Programm, das wird heuer bereits 30 Jahre alt. Herzliche Gratulation! Neue Aufrufe für Creative Europe Media sollen ab März, April veröffentlicht werden. Mit ersten Einreichterminen ist im Mai, Juni 2021 zu rechnen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wir bleiben in Brüssel und jetzt wird's wirklich kompliziert. Erst kürzlich, also Anfang Februar, fand jenes Votum des Europäischen Parlaments statt, mit dem die im Dezember 2020 erzielte Einigung über die Verordnung zur Einrichtung einer Aufbau- und Resilienzfazilität bestätigt wurde. Ja, also was bedeutet dieser bisschen sperrige Begriff Resilienzfazilität? Ökonomische Resilienz ist die Fähigkeit einer Volkswirtschaft, vorbereitende Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu ergreifen, unmittelbare Krisenfolgen abzuwenden
abzumildern und sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Und eine Fazilität ist die Zusage von Regierungen oder internationalen Organisationen, in bestimmten Fällen Finanzhilfen oder Kredite zu gewähren, beispielsweise zur Bewältigung von Krisenfällen. Damit wurde ein ganz wesentlicher und wichtiger Schritt getan, um den Mitgliedstaaten mit Darlehen und Zuschüssen in Höhe von 672,5 Milliarden Euro bei Reformen und Investitionen zu unterstützen. Die Fazilität ist Herzstück und das wichtigste Instrument des Aufbauplans Next Generation EU, mit dem die EU gestärkt aus der Covid-19-Pandemie hervorgehen will. Der Aufbauplan Next Generation EU soll aber nicht nur eine Unterstützung sein bei der Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie, sondern wesentlich dazu beitragen, den ökologischen und digitalen Wandel sicherzustellen, so die Europäische Kommission. Apropos digitaler Wandel, die EU-Kommission will jetzt die digitale Allmacht der Big Four, Amazon, Google, Facebook und Apple, brechen. Das neue Gesetz für digitale Dienste soll unfaire, wettbewerbsverzerrende Praktiken diverser Plattformen verbieten. Bislang folgten Internetdienste einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2000, der sogenannten digitalen Jungsternzeit. Der Handel und das Zusammenleben im Netz wird bislang vor allem durch die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahre 2000 geregelt. Damals war Amazon nicht viel mehr als ein Online-Buchhändler, Google ein Start-up und Mark Zuckerberg noch in der Highschool, schreibt die Zeit. Die Kernaufgaben des Digitale-Dienste-Gesetzes sollen aber nicht nur den Wettbewerb der Online-Dienste regulieren, sondern auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, den europäischen digitalen Binnenmarkt vereinheitlichen. Das bereits erwähnte Urheberrecht ist ein Teil des bisherigen gesetzlichen Fleckerlteppichs, der es vor allem kleineren Unternehmen erschwert, innerhalb der EU zu expandieren. Mit diesem ehrgeizigen Versuch, weltweit für eine Veränderung der Geschäftspraktiken der Big Four, der sogenannten Gatekeeper, zu sorgen, strebt die EU nichts weniger als eine europäische Internetrevolte an. Good luck and good night.